Du hast wahrscheinlich was im Ofen liegen gelassen. Die ganze Hütte Oh fackelt ab. nee! Nicht Ah, ernsthaft, Balbo! großartig, du Oh Vollmongo. shit! So ähnlich hätte ich mir das mit dem Molotow-Cocktail vorgestellt, aber deine Version ist natürlich noch besser. Einfach ein Haus abfackeln. Ich hab ein Molotow-Haus. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Stirb. Ist dein Alter, das Tod? wird immer mehr da unten. Guck dir mal an. Brauche ich mal sowas wie eine Granate oder so? Molotow-Cocktail. Ja. Wie ging der nochmal? Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Also ein Feuer und dann quasi die Zombies reinlocken. Zumindest in dem einen Video hat er so gemacht. Und dann halt durchgehen und brennen der Reihe nach und dann halt sterben irgendwann. Boah, die Lecks gehen mir auf den Sack, ohne Witz, ey. Wie soll ich denn hier was machen? Wenn du Lecks hast, lauf einfach. Sofern das geht. Nicht, dass du drauf gehst. Wäre nicht das erste Mal. Neun Millimeter? Hast du nicht eingesammelt, oder? Nimm sie Doch. mit. Zwei sind noch da. Okay. Wahrscheinlich voll oder so. Ich habe mich auch einfach zu früh bewegt. Boah. Wir halten Stand. Das ist echt irre. Das sieht echt Alter aus. Schwede. Das übelste Massaker seit Zombie-Menschheit gedenken. Ja, ich glaube, das hat man auch nie. Auf der Straße war schon teilweise übel oder da in der Autowaschanlage. Aber da ist halt das Gute, dass es wirklich ein schönes freies Feld ist. In der Autowaschanlage gefiel es mir nicht so gut. Dein Tod erinnert auch noch dran. Alter, weil wo das. Oh, das hört gar nicht auf. Ja, Synchronbashing. Nein, das sind nicht die behinderten Parkplätze, bitte kriechen Sie weiter. Ich glaube, die hat jetzt fest an mir genascht. Kack-Crawlerin. Für die behinderten Parkplätze kriechen sie weiter. Oder sterben sie. Wo sind meine Bandagen? Wo sind meine Bandagen? Ich glaube, hast du schon aufgebraucht. Nee, habe ich noch. Aber Light Damage, okay. Und es geht weiter. Soll ich nochmal schießen? Wie es da aussieht. Wie es da aussieht. Ich fange nochmal an rumzuballern. Na klar. Viel schlimmer kannst du nicht werden. Neun Millimeter? Ich behalte es besser für mich. Bevor da jemand auf blöde Gedanken kommt. Nein!
Ich dachte, es ist ein Spaß. Nö, warum? Jetzt wird's ein Spaß. Komm, ich treffe mal hin jetzt mal ein paar. Was? Wir haben doch schon so viele weggemacht, das kann doch gar nicht sein. Die Mall ist riesig, dieser ganze Parkplatz ist riesig. Ich glaube, wir kriegen beide locker 500 Kills bald. Oh shit, und wieder geleckt. Nein! Oh, oh, ui, oh, i, oh. Was? Ich sehe nichts. Rauf. Fuck. Bist denn du? Was machst du? Ich legge. Ach, hör doch auf, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Rotze hier, ey. Jetzt hat da noch einer rumgeballert. Oh shit. Oh Kenny, du hast irgendwas. Nein, wir können also nicht mehr dorthin, wo wir waren, wo wir hin wollten. Du hast wahrscheinlich was im Ofen liegen gelassen. Die ganze Hütte fackelt. Oh nee. Ah, nicht ernsthaft, Falco. Großartig, du Vollmongo. Oh shit. Oh. Das Gute ist, die Zombies fackeln auch ab, wenn ich sie da reinlocke. Sie brennen so ein bisschen. Kommt her, kommt her, liebe Zombies. Kommt durch das Feuer der Hölle. Das Feuer des Kennys. Das ist ein Screenshot. Hab ich das abgefuckt? Du bist so ein Mega-Mongo, echt. Dir kann man nichts in die Hand geben. Tja, Pistole. Feuerzeug. Kenny, Kenny. Liebe Leute, meldet euch, wenn ihr mit mir zocken wollt. Der macht alles kaputt. Der zerstört alles. Ja, ich mach dein ganzes Let's Play kaputt. Aber guck dir da unten mal die Zombies an, die sind schön verkokelt. Das sind die ganzen brennenden Leichen. Oh ja, guck mal. Ja? Bin ich nicht ein geiler Typ? Die können wir alle im Ofen hauen. Haben wir ein leckeres Abendessen. Das bleibt nur von überall, bleibt gar nichts über, wa? Nichts in da reingehen. Ich hab Schmerzen, warum hab ich denn Schmerzen? Bin an der Hand verbrannt. Alter, dann hab ich schon wieder 2 Skillpunkte. Bist du verbrannt oder was? Ich glaube, ich habe mir die Hand angekokelt. Boah, Alter, wie es da aussieht. Wie es aussieht hier einfach. Das hast du ganz toll gemacht, Kenny. Respekt. Ja, okay. Das kann nicht jeder. Nee. Schei, was war... Ich habe doch nichts in den Ofen gepackt. Du hast den Ofen wahrscheinlich angelassen, oder? Beim so, was... Das... Bringen wir die mal da alle da nach hinten. Ziehen wir die einmal alle durchs Feuer, sofern es soweit es geht. Kommt durch da. Fängt an zu kokeln. Boah. Geil, ey. Das wunderschöne Gebäude, voll abgefackelt. Unser schönes Haus. Gut, dass wir es dann noch nicht niedergelassen und Tischen gelassen haben. Ja, ehemals. Oh je. Nicht so nah rangehen. Guck mal, dafür haben wir die Zombie-Apokalypse fast. Zählt das jetzt zu unseren Kills? Weiß ich nicht. Ich hab 264. 256. Ah, oh, das war schon mit den Zombies. Ach, kommt her. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ich muss noch so ein paar ins Feuer ziehen. Und schön warm haben wir es auch da jetzt.
Schön hell, schön warm. Ein schönes Lagerfeuer in der Nacht. Ja. Ziehen wir sie ins Feuer? Oder machst du das zu machen? Und dann bleibt ja kein Loot über. Außerdem müssen wir jetzt hier die Folge gleich mal beenden, denn diese Überlänge. Die Mega-Vernichtungsmaschine, die wir da haben mit dem Feuer. Ja. So ähnlich hätte ich mir das mit dem Molotow-Cocktail vorgestellt, aber deine Version ist natürlich noch besser. Einfach ein Haus abfackeln. Ich hab ein Molotow-Haus. Das war natürlich nur Absicht. Aber sowas von. Alter, ist da nichts übergeblieben? Nee, kompletten Kadaver sind verkokelt. Ja. Jetzt regnet es auch noch. Weg. Mal wie das Feuer gelöscht dadurch, ja? Na, dann können wir doch einziehen. Ist doch wunderhübsch hier. Ist doch schön. Die Tische in der Mitte durchgebrochen. Oi. Die ganze Bar ist weg. Aber ein Schrank steht noch. Ist leider nichts mehr drin. Vorschlaghammer brauchen wir auch keine mehr. Nee. Das ist moderne Architektur Kenny-Style. Hat sich erledigt. Gut, liebe Leute, dann machen wir hier jetzt, glaube ich, den Cut, denn so viel Action wird jetzt in dieser Folge nicht mehr vorkommen. In den Trümmern unseres ehemaligen Traumhotels. Dann ziehen wir doch ins andere. Achso, nein, stimmt, wir wollten da runter sogar. Eben, stimmt, da runter, in das Blaue. Das steht noch. Und wehe, du kochst da drinnen. Gut, aber liebe Leute, machen wir hier den Cut. Das Jammers hat's hinter sich. Erstmal. Das jetzt Feuer ist auch gelöscht. Das Feuer wird gelöscht durch die ganze. Durch den Regen. Und es bleibt echt nichts über von den Zombies. Hat nie stattgefunden hier. Ein bisschen Asche. Blut und Asche. Nice. Schön. Gut, liebe Leute. Dann sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen dieser extra Smashing-Folge. Ja. Halte es noch ein Fenster intakt. ja, danke dafür. Und dann, liebe Leute, bis zur nächsten Folge Project Zomboid. Bis dann und macht's gut, liebe Leute. Ciao. Alter. Oh, hübsches Massaker, ey. Alter, wie es da aussieht. Auf jeden Fall. Das Haus war geil, ey. Voll der Kochprofi. Mal brutalst niedergefackelt, ey. Die ganze Butze, ey. Wie du es immer wieder hinkriegst, ey. Ja, und du legst es drauf an, mit allem möglichen, was du hast, und schaffst es trotzdem nicht. Ich denke mir so verfolgt von lauter Zombies. Was brennt denn da so komisch? Ah, geil. Aber da haben wir jetzt einiges vernichtet. Auf jeden Fall. Inklusive dem Jammers. Das müssen wir uns dann bei Tag anschauen, wie das aussieht. Die Überreste. Welche Überreste? Was sind die? Dann haben wir jetzt 1, 2... Das war mein Kaffeehaus.